Und aktiv sind in Deutschland gerade, glaube ich, nicht nur der Regen oder die Regengüsse, sondern auch die Jugendlichen. Man sieht es hier schon so ein bisschen. Wir haben hier so ein paar der Plakate aufgestellt, die von der Fridays for Future Aktion hier mal kurz ausgeliehen wurden. Ein toter Planet ist auch schlecht für die Wirtschaft. Hashtag Bier muss kalt bleiben zum Beispiel. Oder hey, das ist auch mein Planet. Man merkt also, die Jugendlichen sind ziemlich aktiv. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie koordiniert man das denn vielleicht auch klug? Und wie kann uns dabei Technologie helfen? Das hat sich schon mal in Berlin eine Gruppe gedacht. Dort Hashtag FFFinfo entwickelt. Sorry, in Linz. Entschuldigung. In Linz wird es schon angefangen zu entwickeln. Und jetzt wurde es hier fortgeführt, denn Jugendhakt heißt nicht nur, die alten Hasen machen was, sondern wir kriegen auch jedes Mal total viele neue Alpakas dazu, die noch nie irgendwas gemacht haben oder vielleicht nur die ersten Schritte in der Welt des Programmierens. Und damit das auch weitergeht, gibt es hoffentlich dann auch noch weiterhin online. Wir haben nämlich jetzt auch seit diesem Jahr ein neues Online-Tool namens Zulip, wo eben so ein bisschen die Community zusammenfinden kann. Das wurde jetzt schon ganz fleißig genutzt, um miteinander zu schreiben. Das ist für uns Jugendhakt intern und selbst gehostet. Wie das Fridays for Future machen könnte, das zeigen jetzt Christopher, der mit dem Zopf, Yannick, Jonas, Luca und Mitja. Ein Applaus bitte. Wir sind das Projekt FFF Info und wir haben es uns zum Ziel gemacht, gesetzt, die Daten, die Informationen, alles, was man als braver Schüler zum Streiken und Schule schwänzen fürs Klima braucht, in einer Stelle zu sammeln. Das Problem daran ist, dass bisher die Daten über die Fridays for Future-Bewegung aufgeteilt sind in hunderte WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen, auf Twitter, auf irgendwelchen Webseiten und es einfach keine zuverlässige Datenquelle gibt, wann die nächste Möglichkeit ist, Unterricht zu verpassen. Wie haben wir das gelöst? Wir haben eine Cross-Plattform-App mit der Technologie Flutter geschrieben und ich weiß nicht, wer dazu was sagen will. Die hat es doch Spaß gemacht. Ja, genau. Flutter ist ziemlich high level, ist aber auch ziemlich interessant, weil Flutter kann man nämlich im Prinzip auf so ziemlich allen Plattformen, bis auf, ich glaube, OpenBSD war es jetzt, laufen lassen, weil der Flutter-Code, also man schreibt an sich Dart-Code und der wird dann zum Beispiel in C-Code oder C++-Code kompiliert und kann dann unter Linux ausgeführt werden, kann aber auch zum Beispiel eine APK generieren. Genau, aber unterscheidet sich doch ziemlich von anderen Programmiersprachen. Ja, wir haben dann noch eine Download-Funktion eingebaut. Wie bereits erwähnt, die Daten sind überall fragmentiert auf verschiedenen Webseiten. Und wir haben gedacht, wir machen einen Tab Downloads und da zeigen wir einfach alle wichtigen Formulare. Und wenn es lädt, wie man sieht, das ist jetzt zum Beispiel eine Petition, die haben wir in verschiedenen Sprachen, kann man draufdrücken und die ausfüllen. Genau, wir haben auch so eine Bildergalerie gebaut. Im Prinzip ist die Technologie dahinter einfach, dass man sich eine Webseite in dem Fall von Flickr holt und dann einfach schaut, welche Bilder sind da drauf und die Strings entsprechend parsen und dann anzeigt. Und dann kann man eben Bilder von den aktuellsten Demos zum Beispiel sehen oder halt ja, generell von Aktionen von FFF. So, Fridays for Future ist ja mittlerweile eine ziemlich globale Klimabewegung und deswegen finden wir es auch wichtig, dass eben unsere App in möglichst vielen Sprachen verfügbar ist. Deswegen habe ich mich um die Internationalization bzw. I18N gekümmert. Das 18 steht für die 18 Buchstaben zwischen dem I und N in Internationalization. Und dabei geht es eben darum, dass die Einstellungen vom Nutzer ausgelesen werden und die Informationen dann in der entsprechenden Sprache angezeigt werden. Das kann man hier jetzt auch sehen. Also das ist jetzt die englische Version von unserer App und in den Einstellungen können wir jetzt Deutsch auswählen und dann bekommen wir alle Informationen auf Deutsch angezeigt. Okay. Ja, wie man gerade schon gesehen hat, gibt es seit neuestem jetzt seit diesem Jugendhackt die Settings.
Dort gibt es zum Beispiel das Theme, das man aussuchen kann, damit sich halt das Theme ändert. Und halt, wie gesagt, die Sprache. Ja, vielleicht fragt man sich jetzt, warum so eine einfache App zwei verschiedene Farbthemen unterstützt. Ist doch eigentlich total unnötig und braucht man doch nicht. Das hat aber einen Hintergrund, und zwar stehen wir mit den Fridays for Future Gruppen in Kontakt, und Global Climate Strike, also die globale Organisation, sagt, die Sachen müssen gefälligst so aussehen. Mit diesem Farbton, mit diesen Schriften und dieser Kombination. Jetzt sind wir aber in Deutschland, und in Deutschland gibt's auch Fridays for Future Gruppen, und die sagen uns wiederum, nee, also wenn ihr eine App macht und die und mit uns zusammenarbeiten wollt, dann muss das gefälligst so aussehen. Man fragt sich, wozu. Das haben wir, glaube ich, gerade ausgelassen. Die Grundfunktion ist eigentlich, dass man sich Streiks anzeigen lässt. Das haben wir irgendwie gerade übersprungen. Es werden Streiks online gesucht und lassen sich dann filtern, wann sie sind, wo sie sind, wie gewalttätig sie sind, ja, und wann, wie sie sich wiederholen. Dann weiter. Als kleines Feature in der App gibt es noch den sogenannten Excuse Generator. Der ist auch relativ nützlich, nämlich dort gibt man verschiedene Daten ein, die benötigt werden, und wenn man dann später, wenn man alles eingegeben hat, auf Generate Excuse drückt, wird ein LaTeX-Code erstellt, den man dann kopieren kann und dann online in eine PDF umwandeln kann. Ja. Damit lassen sich ganz schön die Bürokratie in der Schule lässt sich damit umgehen. Ja, danke fürs Zuhören. Unser Quellcode ist verfügbar auf GitLab in der Gruppe von Jugendhackt /fff_info. Und das Tolle ist, die App ist sogar schon verfügbar. Das heißt, ihr und sie könnt das runterladen. Es ist im Google Play Store von Android verfügbar, ist nachher auch im freien Store F-Droid verfügbar, und für alle anderen Plattformen lässt sich das auf der oben genannten Adresse unter GitLab runterladen. Vielen Dank. Danke an FFF Info. Automatisch generierte Entschuldigungsformulare. Damit ist das Formularwesen bei Fridays for Future schon moderner als das der Bundesverwaltung.